be that young rapping dude. Might just trap with you. Leute von heute, was geht? Herzlich willkommen auf den deutschen Star Wars Battle for 2 Kanal. Heute haben wir wieder für euch ein entspanntes Video, Leute. Ich war ja gestern ziemlich traurig, denn warum? Ja, ich habe es ja gestern im Video angesprochen und möchte natürlich mich auch bedanken bei denjenigen, die mir ein bisschen Mut zugesprochen haben, haben gesagt, ja, das wird schon epic, alles wird gut und so. Und ich dachte mir, ja, okay, eigentlich ist das nicht so ein krasser Weltuntergang, aber es war natürlich traurig, dass der Modus nicht im Februar rauskommt. Und der ein oder andere fragt sich wahrscheinlich, gibt es ein Update dazu? Es gibt eigentlich ein Update dazu, nämlich es gibt gar kein Update dazu. Was ist eigentlich los? Also wer das Video gestern gesehen hat, weiß ja sowieso Bescheid, ziemlich aktiv. Leute, die das Video nicht gesehen haben, ich würde es nachholen, Leute. Das ist mega traurig, das Video. Ich habe fast geweint, Kappa. Nein, Spaß. Auf jeden Fall war es halt so eine Angelegenheit, ja, die war ein bisschen... Er ging unter die Haut, sage ich mal, ne? Weil es war gerade in diesem Moment, es erschien, dass man es gehört hat. Und dann war man natürlich ein bisschen... schockiert, sage ich mal. Aber jetzt bin ich gefasster, sage ich mal so. Kann das ein bisschen besser einsortieren. Und ja, was ist eigentlich los? Der neue Modus, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen oder vielleicht auch nicht, halt, wird vielleicht verschoben. Und ja, das ist halt so eine Sache. Gibt es eigentlich eine Antwort von EA? Weil da werden sich ja voll viele gefragt haben, was denn jetzt los ist. Und wisst ihr, was die Antwort ist? Das ist ja, kommt dieser Modus im Februar raus? Das ist eine Ja oder Nein? Antwortfrage. Und wisst ihr, was EA sagt? Die reden sich über um Kopf und Kragen, die sagen keine klipp und klare Antwort. Die könnten sagen, ja, es kommt diesen Monat raus, aber sagen sie nicht. Und das ist halt quasi auch so ein kleiner Beweis, dass es wahrscheinlich nicht diesen Monat rauskommt, weil wenn es diesen Monat rauskommen sollte oder halt würde, dann würde EA sagen, ja, es kommt diesen Monat raus, glaubt diesen Gerüchten nicht oder weiß es nicht. Und ja, das wäre halt so. Aber sie reden immer noch nicht und deswegen habe ich auch noch kein Update dazu. Aber sobald es Informationen gibt, werde ich das natürlich hier posten. Aber jetzt zum Video, Leute. Nämlich Kommentar des Tages, fangen wir so an. Vom letzten Mal, ich hatte euch gefragt, wie findet ihr eigentlich die Events? Was würdet ihr für Events eigentlich einführen? Ja, einfügen hier in Star Wars Battlefront 2. Da habe ich hier unten eingeblendet Kommentar des Tages. Und natürlich diese Frage des Tages, Leute. Würdet ihr euch freuen, wenn abseits von Jedi Fallen Order, jeder weiß schon, ne, dass das hier ein Kampagnenspiel wird, ein Storyspiel ohne Multiplayer und ohne Arcade wahrscheinlich, also es einfach nur so ein, ja, so ein reines Storyspiel wird, ob ihr Bock hättet auf ein Multiplayer-Spiel dieses Jahr von Star Wars, denn dieses Thema hier, dieses Video geht um das Thema, Leute. Und wie komme ich eigentlich drauf? Ja, EA, ja, hat Titanfall 3 gecancelt. Für dieses Jahr, also abgesagt. Die arbeiten nicht an Titanfall 3. Die haben Titanfall 3 umgeändert, haben das ohne Titans gemacht und haben das letzten Montag, ich glaube vor 2 Tagen, veröffentlicht. Und das hieß, das Ganze heißt Apex Legends. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, der Hype ist ziemlich groß um das Spiel. Und ich habe da natürlich noch keine Meinung dazu. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ich bin ja noch nicht so der Battle Royale Typ. Deswegen, ja, ich würde es mal gucken. Vielleicht probiere es mal. Und deswegen muss ich halt mal schauen, ob ich Bock drauf habe oder halt auch nicht. Auf jeden Fall, Leute, ja, so viel dazu. Also, ja, Apex Legends. Und das ist von den gleichen Machern von wie von Star Wars Jedi Fallen Order. Das sind die gleichen Macher. Ja, wir bekommen einmal von Respawn Entertainment bekommen wir Jedi Fallen Order und wir haben dieses Apex Legends bekommen, aber die haben gesagt, die machen dieses Jahr 3 Spiele. Ein Entwicklerstudio macht 3 Spiele. So. Die große Frage ist, was macht DICE? Wer ist DICE? Das sind die Entwickler von Star Wars Battlefront 2 und von Battlefield 5. Ja, und die haben dieses Spiel noch kein Spiel angekündigt. So, und wie wir alle wissen, oder beziehungsweise ihr habt es vielleicht noch nicht mitbekommen, aber Apex Legends wurde nicht angekündigt. Es kam überraschend raus. In dem Moment, wo es angekündigt worden ist, kam es direkt raus. Das ist sehr selten in der Videospielgeschichte. Eigentlich wird ein Spiel gehypt monatelang vorher. Ihr kennt es in Star Wars Battlefront 2, wusstet ihr ja, ne? Das kommt im November 2017 raus, habt ihr euch drauf gefreut. Oder halt Battlefield 5, andere Spiele. Man weiß ja immer, welchen Monat die rauskommen ungefähr. Also bei FIFA ist es ja eigentlich immer der gleiche Monat, immer September, aber die hypen es ja trotzdem und sagen, hier, bestellt das Spiel vor. Aber Apex Legends war einfach komplett anders. Man konnte es nicht vorbestellen, es ging nicht um Geld. Das Spiel ist kostenlos und... Das Spiel kam genau dann raus, als es vorgestellt worden ist. Und das ist halt eine Seltenheit in der Videogame-Branche. Und das ist halt so eine Sache, okay, wie wäre es, wenn Star Wars auch sowas bekommt, ja? Wir bekommen nur einen Multiplayer-Part,
wo Star Wars Action drin ist und das wird immer dann supported. Und dieses Jahr ein neues Star Wars Spiel, Leute? Was sagt ihr dazu? Das wäre doch richtig nice. Also Frage des Tages, Leute, ist natürlich ganz klar, hättet ihr Bock drauf? Habt ihr Bock auf ein neues Star Wars Spiel mit Multiplayer-Komponenten? Also ich hätte richtig Bock auf ein Multiplayer-Star Wars Spiel, was dann halt rauskommt. Battlefront 2 macht ja so oder so ohnehin schon Spaß. Aber dann nochmal ein frisches, neues Spiel rauszuhauen mit allen Helden, die wir hier haben, Alter, das wäre richtig geil. Und dann noch zusätzliche Maps, alles neu quasi. Und die alten Sachen natürlich noch übernehmen, das wäre richtig cool. Dann die zweite Sache ist natürlich, wer macht es? Ich glaube, Respawn Entertainment, da fehlt ja noch ein Spiel. Apex Legends und Jedi Fallen Order sind zwei. Und die haben gesagt, die bringen drei Spiele raus. Also ein überraschendes drittes Star Wars Spiel wäre natürlich richtig nice, weil ich kann mir das dritte Spiel eigentlich gar nicht vorstellen. Was soll denn das dritte Spiel sein, bitte? Ja, wenn Titanfall 3 abgesagt worden ist. Titanfall 3 kommt dieses Jahr nicht raus. Die arbeiten nicht an Titanfall 3. Das ist nämlich Titanfall 3 geworden, wenn Fortnite nicht dagegen da gewesen wäre, Leute. Weil Fortnite war ja ziemlich im Hype. Der Entwickler Epic Games hat ja ziemlich viel Geld gemacht durch Fortnite. Und Activision und EA haben das gesehen, haben gesagt, Alter, die haben gut reingehauen. Und dann hat Call of Duty Black Ops 4 hat einen Battle Royale-Modus, der heißt Blackout. Den hat Activision dann halt hier rausgehauen und EA wollte natürlich auch die Antwort bringen, die Antwort ist Apex Legends und deswegen, ja, müssen wir halt mal schauen, was das dritte Spiel ist von Respawn Entertainment. Und dann haben wir noch den anderen Entwickler, nämlich DICE. Und die große Frage ist, und keiner weiß es, an was arbeitet DICE? DICE arbeitet natürlich an den Content von Star Wars Battlefront 2 und natürlich an den Content von Battlefield 5. Aber ihr dürft das immer nicht vergleichen, weil der Content nach dem Spiel, weil ein Spiel zu entwickeln, ist viel, viel aufwendiger, als dazu noch später, wenn das Spiel draußen ist, so Content rauszuhauen. Also dann Content für das Spiel, weißt du, sich DLC-Maps und Waffen und so weiter. Das ist halt nicht so aufwendig. Ich sag nicht, dass es nicht aufwendig ist, aber es ist nicht so krass aufwendig, wie ein ganzes komplettes Spiel zu entwickeln. Und wie wir alle wissen, sind in Star Wars Battlefront 2 die Helden am Start und die sind natürlich schwer zu entwickeln. Zum Beispiel Anakin Skywalker ist nicht in 3 Minuten entwickelt, sondern es braucht ein paar Monate und das ist ganz klar. Aber die Frage ist, an was arbeiten die dann? Die machen den Content, klar. Wie lange geht der Support von Battlefront 2 und was kommt danach? Und kommt ein überraschendes Spiel raus? Und wie wir alle wissen, wäre das nicht das erste Mal, dass sie ein Spiel dieses Jahr ankündigen und dann dieses Jahr auch rausbringen. Man muss ein Spiel nicht ein Jahr vorher ankündigen. Zum Beispiel in Star Wars Battlefront 2, Leute. Ja, war das halt so, die haben das, glaube ich, im Mai angekündigt. Im gleichen Jahr, also 2017, Mai 2017 oder April 2017. Wer es genau weiß, kannst du natürlich in den Kommentar schreiben. Aber die haben es genau in dem gleichen Jahr auch veröffentlicht. Das heißt, es geht. Ja, nicht, dass der eine oder andere sagt, nö, das geht doch gar nicht, wir haben dir gar nichts angekündigt und das könnte auf jeden Fall funktionieren, Leute, dass es dann klappt mit einem neuen Star Wars Spiel. Und Jedi Fallen Order wurde letztes Jahr angekündigt. Klar, man kann ein Spiel auch ein Jahr vorher ankündigen und das so krass hypen lassen, auch wenn es ein großes Projekt ist. Und Jedi Fallen Order wird nicht so, einen Tag spielen und dann beiseite legen. Haha, da wirst du erstmal ein paar Wochen dran nagen und die ganze Zeit zocken. Und das Spiel wirst du halt richtig durchgehend komplett zocken. Ich denke mal, es gibt mehrere Bereiche, mehrere Wege, die du auswählen kannst. Und wenn du gesagt hast, ach, diesen Weg habe ich schon ausgewählt, ich spiele das komplett nochmal neu und wähle den anderen Weg. Nämlich zum Beispiel wie die dunkle Seite, die helle Seite und so weiter. Da kann man sich für bestimmte Pfade entscheiden und dann natürlich ja, sein Spiel, also wie man halt spielt, sich selber dann anpassen, ne? Selber entscheiden halt. Und das ist halt die große Frage, was bringen die dann noch raus? Und ich bin jetzt wirklich so, ich war ein bisschen enttäuscht und dachte, okay, jetzt kommt Titanfall 3 raus, ist ja sicher safe und das war's dann. Aber jetzt, wo Titanfall 3 abgesagt worden ist, Apex Legends rauskam, denke ich, das dritte Spiel könnte ein neues Star Wars Spiel sein, weil wie ihr wisst, kommt kein Battlefield dieses Jahr, es kommt kein Titanfall, also bleibt nur noch Star Wars. Die haben beide Spiele abgesagt, weil Battlefield kommt nicht jedes Jahr, also kann eigentlich nur Star Wars rauskommen. Vielleicht kommt ein komplett neues Spiel, aber ich glaube eher nicht. Also da müssen wir halt abwarten und das ist halt die große Frage, Leute. Wärt ihr dazu richtig gehypt, bereit dazu? Und ich hätte richtig Bock drauf. Nennt es Battlefront 3, nennt es Star Wars Ultimate Action, weiß es ich, irgendeinen Namen, vielleicht habt ihr den perfekten Namen, schreibt in die Kommentare. Ich bin so gehypt, ne? Auf jeden Fall hätte ich richtig Bock drauf und wir haben noch ein paar Monate, es ist erst Februar und im Juni
kommt eine Spielemesse, die E3, das ist die größte Spielemesse, da stellen die neuesten Spiele vor und spätestens dann wird es dann enthüllt und kommt dann innerhalb von 5-6 Monaten raus. Also es ist nicht unmöglich, dass sie ein neues Star Wars Spiel ankündigen dieses Jahr und dann auch noch veröffentlichen. Ja, so viel dazu, Leute. Ich bin mega gehypt, mega gute Laune und jetzt hat sich alles gewendet. Natürlich, der neue Modus ist jetzt, kommt diesen Monat wahrscheinlich nicht raus, aber wenn ich solche Nachrichten wieder höre, dann gleicht sich das irgendwie aus. Und wir wissen ja noch nicht 100%, dass abgesagt ist mit dem neuen Modus. Ich halte euch da natürlich auf dem Laufenden, aber so viel dazu. Ja, Leute, das soll es auch schon gewesen sein. Denkt an die Frage des Tages. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Leute. Macht's gut, haut rein. Kommt hier, bewertet nicht, wer jetzt und bis zum nächsten Mal.